Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Ja, obwohl ich eigentlich angekündigt habe, dass die nächste Bücherwoche erst in 2 Wochen sozusagen kommt, also nächste Woche, sitze ich nun doch schon wieder hier und drehe eine Bücherwoche für euch. Denn ich habe 3 Bücher gelesen, ich habe eine Serie geschaut, über die ich unbedingt ein bisschen mehr sprechen möchte. Und ich habe eine kleine Goose Creek-Bestellung getätigt und erhalten und habe euch das Unpacking auch einfach mal mit abgedreht und dachte, Mensch, eigentlich ist das doch genug, worüber wir auch in einer Bücherwoche sprechen könnten. Und ja, ich merke gerade auch, obwohl ich jetzt ja die erste Woche schon wieder gearbeitet habe, dass ich dank der tollen Temperaturen des schönen Wetters, ich weiß, es ist viel zu heiß und es ist grundsätzlich auch viel, viel zu trocken, mir ist das durchaus bewusst, aber dass ich auch selbst so voller Energie bin und ja, alles so wunderbar klappt. Also egal, ob es die Arbeit ist, ob es Freunde treffen ist, Hund, Katze, lesen, Serie schauen. Ich gefühlt wirklich morgens noch vor dem Wecker wach bin, weil ich einfach so ja, ein Sommerkind bin. Und ich glaube, deswegen habe ich jetzt auch einfach Lust, ja, die Bücher gleich direkt mit euch zu besprechen und habe auch die kleine Goose Creek Bestellung gemacht und dachte, Mensch, es bietet sich doch an, euch vielleicht auch mal zu zeigen, was so an Düften bei mir einzieht. Im Heidelberg-Vlog habe ich euch ja auch die 2 Kerzen gezeigt. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet, wenn ich das einfach mal in die Bücherwoche packe. Natürlich nicht, wenn vielleicht so 2, 3 All-Time-Favorites kommen, aber vielleicht gerade, wenn neue Düfte da sind, ist das ganz spannend. Ich packe die Zeitstempel unten in die Infobox und diesmal eben auch dann die Goose Creek-Bestellung und das sonstige Geplauder wird dann über die neue Netflix-Serie sein, die ich geschaut habe. Ja, 3 Bücher sind gelesen. Ich habe zu 2 von ihnen wieder so einen kleinen Clip gemacht. Das hat mir tatsächlich auch noch super viel Spaß gemacht, einfach so direkt nach dem Lesen darüber zu reden. Das 3. Buch habe ich dann aber auch erst gestern beendet. Nein, vorgestern. Und von daher passt das auch ganz gut. Die Erinnerungen sind sozusagen noch frisch. Ja, Bücher, Infos, alles unten in der Infobox. Schaut da gerne vorbei. Ich beginne mit Leaving the Frame von Maria Erich. Eine Weltreise ohne Drehbuch. Eine bekannte deutsche Autorin, eine bekannte deutsche Schauspielerin, die hier auf Weltreise gegangen ist. Gehört habe ich in der Woche Magic Flame von Helen Harper. Das ist der 2. Teil der Firebrand-Reihe und aktuell vielleicht sogar der 1. Band, obwohl das Ende, ja, dazu aber im Videoclip mehr. Und das 3. Buch der Woche habe ich zusammen mit meiner lieben Becky gelesen, When the Storms Comes von Carina Schnell. Ein Auftakt einer Trilogie und ja, da war ich mega gespannt, was mir denn da Becky Schönes empfiehlt und dann haben wir das auch zusammen gelesen und ja, da werde ich auf jeden Fall dann jetzt im Nachgang nach dem Clips berichten und dann werden wir über Goose Creek sprechen und dann über die Netflix-Serie und ja, also viel Spaß mit der Steffi von letzter Woche. Das 1. Buch der Bücherwoche und das 5. Buch im August ist Leaving the Frame von Maria Erich. Maria Erich ist wohl dem einen oder anderen als deutsche Schauspielerin bekannt, unter anderem aus der Edelstein-Trilogie kenne ich sie und auch der Kudamm 56, 59, 62 Serie, da gab es ja 3 Staffeln und als ich die dann eben auch mir angeguckt habe, bin ich eben über dieses Buch gestolpert, beziehungsweise glaube ich sogar, dass es eine Empfehlung war, weil ich ja auch so gerne Reisebücher lese, dass ich mir das mal anschaue. Es gibt auch zu dem Buch eine Dokumentation von Maria Erich auf Netflix. Da kann man sich die Weltreise auch ansehen. Der Untertitel ist ja auch wie beim Buch eine Weltreise ohne Drehbuch. Denn zusammen ist sie mit ihrem Freund 2018 gestartet in ihre Weltreise und sie wollte in diesem Jahr so viele Länder wie möglich sich ansehen und eben auch ganz ohne Drehbuch sozusagen darüber berichten. Und sie führt uns in ganz unterschiedlichste Länder, beginnend von Berlin an, glaube ich, nach Kanada, in die USA, auf den afrikanischen Kontinent, wie zum Beispiel Kenia. Wir waren auch in Hawaii. Also wir waren sehr, sehr viel unterwegs und ich mag Reiseberichte super gerne. Mir hat auch hier der von Maria Erich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand den Schreibstil sehr locker, sehr leicht. Ich fand, dass sie einen wunderbaren Blick auf die Welt hat, auch erkannt hat, was eben erzählenswert ist und manchmal natürlich auch was nicht, aber das natürlich in einer schönen Anekdote irgendwie verpackt. Das hat mir gut gefallen, wie bodenständig sie unterwegs war, wie sie von Begegnungen berichtet hat, wie sie das auch wirklich sehr respektvoll gemacht hat und trotzdem unterhaltsam und sich nicht irgendwie über die Kulturen oder so gestellt hat oder
ja, und das hat mir bei ihrer Art des Erzählens sehr gut gefallen. Es gibt im Mittelteil auch ein paar Bilder, die fand ich tatsächlich auch ganz schön. Ich mag persönlich so Bilder ja immer lieber, wenn sie auch zu dem jeweiligen Bereich gehören. Allerdings muss man auch hier sagen, dass ja, Maria Erich nicht ganz einer Reihe folgt bei der Erzählung, beziehungsweise auch keine Route so richtig klar wird. Es gibt keine bildliche Darstellung. Das hat mir tatsächlich gefallen, weil es wäre übersichtlicher gewesen, wenn man die Route ein bisschen verfolgen kann anhand einer, ja, einer Weltkarte oder wie auch immer. Ich fand auch, dass die Sprünge, die hier in der Erzählung vorgenommen wurden, doch immer ein bisschen extrem waren, beziehungsweise man nicht immer gleich so richtig folgen konnte. Das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Reisebuch ist, das eher für jüngere Menschen, vielleicht so bis Mitte, ja, 20, eher etwas ist, die eben zum ersten Mal reisen, die hinaus in die Welt gehen und noch nicht so viele Erfahrungen mit dem Unterwegs haben, beziehungsweise mit dem Reisen haben, weil man spürt auch hier, dass Maria Erich noch nicht so viel in der Welt umhergekommen ist und dann tatsächlich den Fokus auch manchmal auch sehr banale, das klingt immer so komisch, Details wirft, wo ich mir denke, ja, bei der 10. Reise, und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass ich hier der größte Reisende bin, ist für einen das irgendwie normal. Also egal, ob es dann der Check-in ist, wie ein Flugzeug abhebt und so weiter, das ist so positiv normal, beziehungsweise weiß man natürlich das zu schätzen. Ich liebe es zu fliegen, ich liebe den Start, ich finde Landungen großartig, das, also ja, na, aber ich glaube nicht, dass ich in einem Reisebericht, dass bei jeder, also bei vielen, oder ja, sie ist ja öfter gestartet und gelandet, ob ich das jedes Mal so erwähnen würde. Nicht, dass sie das also bei jedem tut, aber man merkt halt oft, ja, ich glaube, ich verrenne mich gerade. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte wirklich die Art von Maria Erich. Ich finde, man erfährt auch so ein bisschen was hinter den Kulissen von ihr. Also sie ist da sehr persönlich, sie ist sehr direkt. Ich finde auch so ein bisschen den Part mit ihrem Freund, das finde ich richtig gut gemacht, dass man eben die beiden auch so ein bisschen erlebt. Das hat sie wirklich gut rübergebracht. Es ist persönlich, es fühlt sich echt und authentisch an. Und ja, ich hätte mir, wie gesagt, ein bisschen mehr Details zu den Sprüngen gewünscht und vielleicht auch einfach bin ich nicht ganz die Zielgruppe des Buches, aber mir hat Spaß gemacht. Also ich habe super gern gelesen, an zwei Nachmittagen war es weggehapst und ja, hat mir große Freude gemacht und ich habe, wie gesagt, auch die Dokumentation mir auf Netflix mal auf die Watchlist gepackt und ich denke, dass ich mir die auf jeden Fall auch demnächst anschauen werde, weil es natürlich auch schön ist, alles, was man hier so erzählt bekommt und an Bildern gesehen hat, dann vielleicht auch so in Videoform irgendwie nochmal zu erleben und da freue ich mich drauf. Und ja, es ging für mich im Sommer nicht groß irgendwo hin. Umso schöner war es dann, Maria Erich ein bisschen zu begleiten. Und das ist auf jeden Fall auch ein richtig toller Reisebericht geworden. Heute mal unter Palmen. Da möchte ich euch das zweite Buch der Bücherwoche vorstellen, nämlich Magic Flame von Helen Harper. Ist der zweite Teil der Firebrand-Reihe. Diese Reihe von Helen Harper gibt es ähnlich wie die Hexfiles nur als E-Book oder Hörbuch, also nur in digitaler Form, was ich super schade fand, denn ich habe ja die Hexfiles schon geliebt und da hat jemand seine Motorsäge ausgepackt. Es ist manchmal, da denkt man lebt ländlich, aber... Ja, das Hörbuch wird gesprochen von Mary Lou Pullman. Die hat auch, glaube ich, schon den ersten Teil gesprochen und auch das hat mir richtig gut gefallen, denn sie gibt Emma, unserer Protagonistin, eine richtig, richtig tolle Stimme. Mir gefallen auch beide Cover super, super gut und ich packe euch auch mal meine Bücherwoche zum ersten Teil unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Da erzähle ich im Grunde ein bisschen was natürlich auch schon zum ersten Teil, worum es geht. Wir haben hier eine Art Urban Fantasy, denn wir treffen eben auf Emma. Sie ist der Detective Constable und landet in der Abteilung für Übernatürliches im ersten Teil, denn in dieser Welt haben wir zwar unsere Welt, aber das Übernatürliche wie Vampire, Werwölfe und so weiter haben eben ihren festen Bestandteil. Also sie sind nichts Außergewöhnliches, man wundert sich nicht darüber, sondern man lebt im Einklang mit ihnen. Und wir kennen Emma eben schon aus dem ersten Teil. Dort wurde sie im Grunde umgebracht und wollte dann eben ihren eigenen Mord sozusagen lösen. Und im zweiten Teil, den wir eben jetzt erleben, wird ein Vampir im Zentrum von London ermordet aufgefunden und zudem werden auch mehrere Gräber, in denen Werwölfe beerdigt sind, geplündert und in diesem Fall möchte Emma jetzt eben auch auflösen. Sie muss jetzt, während sie sich auch versucht, in dieser Welt des Übernatürlichen zurechtzufinden, denn sie ist auf jeden Fall kein Vampir, das heißt, es muss herausgefunden werden, was ist Emma, warum konnte sie, nachdem sie ermordet wurde, einfach wieder
wieder auferstehen, muss sie sich nicht nur mit sich selbst zurechtfinden, sondern auch in dieser Welt. Und es gibt dann noch einen sehr gut aussehenden Vampir, den sie auch so ein bisschen durchschauen möchte und ja auch ihre Gefühle da ein bisschen klarkommen möchte. Und ja, sie wird hier natürlich auch ein bisschen von ihren Gefühlen abgelenkt und das ist gar nicht so einfach, wenn man einen Fall zu lösen hat. Mir hat der zweite Band, ähnlich wie der erste Band, super gut gefallen. Ich mag den Stil von Helen Harper super gerne. Ich mag es, welche Art Humor sie hier reinbringen, was sie eine ganz besondere Art von Protagonistin auch hier mit Emma wieder geschaffen hat, die einfach so locker durchs Leben geht, irgendwie so eine leichte Zunge hat, Sarkasmus in ihren Gedanken und in ihren Dialogen reinbringt. Ich mag auch diese Mischung in diesem Fall aus Fantasy, Romance, was hier ein bisschen kürzer kommt als noch im ersten Teil, Krimi, dass wir einen Fall lösen. Ich mag diese Mischung, war auch schon ähnlich bei den Hexfiles so und ich mag einfach diesen Humor. Ich mag diese Ich-Perspektive, dass wir ganz nah an Emma dran sind, an den Gesprächen, an den Gedanken, an den Emotionen, dass sie die Welt so wunderbar beobachtet und eben auch sarkastisch im Grunde an uns rüberbringt, gefällt mir wahnsinnig gut. Ich mag die Welt, wie sie geschaffen ist, dass es so eine Natürlichkeit hat, obwohl wir übernatürliche Wesen haben. Ich finde es toll, wie die auch gezeigt werden, egal ob Vampire, Werwölfe und so weiter. Ich finde es richtig, richtig toll und ich bin wirklich ein großer Fan der Helen Harper Bücher. Für meinen Geschmack hätte tatsächlich jetzt im zweiten Teil der romantische Teil auch ein bisschen mehr sein können. Man tritt hier so ein bisschen auf der Stelle, was den romantischen Anteil angeht, also zwischen Emma und dem Vampir. Man kommt da nicht so richtig voran und ich finde das ein bisschen schade tatsächlich, weil das war auch etwas, was mir im ersten Teil sehr, sehr gut gefallen hat, dass wir eben auch so eine Liebesgeschichte haben, die sich so wunderbar aufbaut und auch die witzigen Dialoge, die beiden hier jetzt auch führen in Magic Flame. Aber da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht und dass wir auch einen Schritt weiterkommen. Es ist einfach ein lockerer Stil, der viel Spannung hat, der ein tolles Tempo hat, der auch Überraschungen im Plot parat hält und das macht echt einfach super viel Spaß. Und ja, es ist zwar irgendwie schon mit den Hexfiles vergleichbar, also ich glaube, jemand, dem Hexfiles gefallen hat, der wird auch Spaß haben mit der Firebrand-Reihe und ich bin sehr gespannt, wie die weitergeht. Aktuell gibt es noch kein Erscheinungsdatum für den dritten Teil. Das Ende vom zweiten macht aber schon den Eindruck, wie man könnte hier noch mehrere Fälle haben. Und die Hexfiles waren ja auch drei Teile plus ein Zusatzband, der sich so ein bisschen um Weihnachten gedreht hat. Dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass die Firebrand-Reihe noch einen dritten Teil bekommen. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich auch, obwohl ich sonst nicht der Krimi-Leser bin, so diese Falllösung, was eben so ein bisschen den Krimi-Anteil hat, mir einfach gut gefällt. Auch dieses ganze Umfeld, so ein bisschen diese Auflösungsarbeit, diese Polizeiarbeit und eben einfach Emma. Ich mag Emma ja, als Charakter wirklich mega, mega gerne und ja, finde es richtig toll, wie sie uns präsentiert wird, wie Helen Harper diesen Charakter geschaffen hat und ja, ich hatte großen Spaß, hat mir super gut gefallen und ich würde mich echt freuen, wenn es hier einen dritten Teil gibt und ja, finde auch tatsächlich, dass Mary Lou Pullman richtig, richtig toll gesprochen hat und Emma eine ganz tolle Stimme gegeben hat. Also ja, absolute Empfehlung, hat mir wie der erste Teil super gut gefallen. Das letzte Buch der Woche ist dann das E-Book When the Storm Comes von Carina Schnell. Der Auftakt einer Trilogie, der Sommer in Kanada-Reihe. Band 2 wird im September erscheinen, Band 3 im Dezember. Ich finde die Cover richtig, richtig toll. Becky hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, Mensch, das scheint so ein bisschen in die Redwood-Reihe zu gehen, in die Richtung. Und dann ja, haben wir uns das E-Book geholt, gab es, glaube ich, für 4,99, wenn ich mich nicht täusche. Gäbe es sogar als Hörbuch, das habe ich aber zu spät entdeckt, weil für mich oft diese Liebes-Wohlfühlgeschichten ja als Hörbuch besser funktionieren. Aber das hat hier absolut keinen Abbruch getan, aber vielleicht hören wir ja den zweiten Teil dann zusammen. Die Autorin beschäftigt sich in dem Buch unter anderem um die indigenen Völker in Kanada, hat aber selbst keine Wurzeln dort, aber sie erzählt oder erklärt dann eben auch im Nachgang, dass sie eben lange Zeit in Kanada gewohnt hat, dass sie durch ihren Ehemann, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch mit Kanada verbunden ist und sich dort eben
auch sehr mit den Einwohnern besprochen hat, ausgetauscht hat und dass ihr das sehr wichtig ist, dass sie hier eben nicht, im Grunde diese Geschichte, die, wenn man eben da Wurzeln hat, für die erzählen möchte, sondern sich eben eher, ihr es um das Kanada-Reisen gegangen ist, beziehungsweise das Kanada sie eben auch zu dieser Geschichte inspiriert hat und sie dieses Thema mit einbauen wollte. Ich war ein bisschen kritisch, muss ich ehrlich sagen, ob man als, ich glaube, deutsche Autorin sich da nicht vielleicht irgendeine Geschichte aneignet. Aber ich fand ihre Erklärung gut und es hat für mich auch in der Geschichte gestimmt. Das wollte ich vorab noch so ein bisschen erzählt haben. Zudem gibt es am Ende des Buches auch Triggerwarnungen und jeder, der irgendwie dafür empfänglich ist, sollte das auf jeden Fall sich anschauen. Es war jetzt für mich so ein kleiner Punkt dabei, wo ich dachte, je nachdem wie schlimm der ausfällt, gerade wenn es um Trauer, Tod geht. Aber das war dann in der Geschichte, hat es für mein Empfinden nicht unbedingt eine Triggerwarnung bedarf. Aber es war gut, irgendwie damit dann vielleicht auch zu rechnen. So, aber um was geht es denn eigentlich? Es geht um Marley, die in einem Roadtrip durch Kanada unterwegs ist. Sie strandet dann dank eines Autoschadens im Küstenort St. Andrews und muss hier ein paar Tage dauern. Es ist anfänglich von 2 Wochen die Rede. Sie merkt aber recht schnell, wenn ich jetzt hier aber irgendwie bleibe und nicht weiterreise und die Autoreparatur, sie braucht irgendwie Geld, beginnt dann in der Tierarztpraxis zu arbeiten, dort an der Rezension zu sein, schließt dort eben dann auch Freundschaften mit der Ärztin, mit der anderen Arzthelferin, mit dem Patienten, beziehungsweise natürlich den Kunden und dem Patienten, den Tieren und trifft dann eben auch so ein bisschen auf eine Clique, die schon sehr lange befreundet ist und da trifft sie dann eben auch auf Jack, auf dem ist sie vorher schon mal aufmerksam geworden und die beiden hegen jetzt durch ihre Vorurteile, die sie jeweils dem anderen gegenüber haben, nicht wirklich Sympathie füreinander. Also Jack denkt, hier kommt das Großstadtmädchen und was will die eigentlich hier? Und Marley denkt halt, das ist halt so ein Lumbas-Typ, der da immer nur die Touristen abschleppt. Und der kann eigentlich gar nicht Ernsthaftes irgendwie haben. Und beide merken aber dann doch irgendwie, dass sie sich zueinander hingezogen fühlen. Auch diese ganze Clique bereitet Marley dann eben Freude und sie findet da dann eben auch irgendwie so ein bisschen in diese Städtchen ein. Bildet eben auch Freundschaften, hat noch Kontakt zu ihren Großeltern und auch die Arbeit natürlich bindet sie dann so ein bisschen anders in die Gesellschaft, in diesen Städtchen sozusagen mit hinein. Marley ist aber auf der Suche nach ihren Wurzeln, denn es gibt da so ein bisschen was in der Familie, was sie aufarbeitet und ich möchte ich gar nicht so näher erzählen, weil ich glaube, dass das ein Faktor ist, der durchaus, wenn er überraschend kommt, eben auch überrascht. Und ich habe mich anfangs eben gefragt, was macht Marley überhaupt hier? Und als man dann eben aber so ein bisschen mitkriegt, dass sie hier auf Wurzelsuche ist, fand ich das tatsächlich super spannend, was uns hier eben über Kanadas Ureinwohner in dem indigenen Völkchen da im Grunde auch erzählt wird. Und wir haben natürlich eine Liebesgeschichte und Jack ist jetzt im Grunde der erste dieser Clique, der uns in dieser Geschichte auch seine Geschichte erzählt. Im Band 2, also wir haben die anderen beiden Jungs sozusagen schon kennengelernt, um die es in den beiden anderen Bänden dann gehen wird und ich persönlich freue mich darauf. Mir hat die Geschichte tatsächlich richtig, richtig gut gefallen. Es ist eine Liebesgeschichte, die sich langsam aufbaut, die wirklich nur allmählich erstmal in Gang kommt, die nicht wie New Adult irgendwie sehr sexy unterwegs ist, nicht sehr erste Liebe, ich sehe in deine Augen und es gibt nichts mehr anderes. Das ist dieses Buch nicht. Also man spürt so ein bisschen diese Vorurteile, die beide gegenübereinander haben, die sie uns auch in abwechselnder Erzählung, weil wir eben beide Perspektiven haben, auch immer wieder erzählen, was sie über den anderen irgendwie denken, was im eigenen Leben irgendwie los ist, was sie beschäftigt. Das hat mir richtig gut gefallen. Mir hat dann aber auch die Annäherung gefallen und wenn dann Cherry Coke hier eine Rolle spielt, beziehungsweise auch Tiere, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Überhaupt hat mir zum Beispiel die Perspektive von Jack super gut gefallen. Ich habe ihn sehr ins Herz geschlossen, weil er sehr authentisch wirkt, sehr echt wirkt, auch echte Probleme hat, aber seine Tierliebe eben auch so groß ist, auch mit seinem Golden Retriever, der eine große Rolle spielt, fand ich richtig, richtig schön. Ich fand auch die Nebencharaktere in diesem Städtchen richtig toll. Marley als Charakter gefiel mir auch gut, auch wie sie so innerhalb der Geschichte gewachsen ist, auch wenn ich anfangs schon so ein bisschen gebraucht habe, bis ich verstand, was so ihre Probleme sind, wo ihr Weg hingeht, was sie eigentlich sucht.
Mein Problem ist ja oft bei Liebesgeschichten, und das war es leider auch hier, dass Kommunikation eben alles ist. Es werden halt hier Probleme gebaut, erschaffen, die eigentlich überhaupt keine Sinn, wenn einfach mal jeder von beiden irgendwie einfach mal den Mund aufmacht. Also das ist so, wo ich denke, wäre man da wirklich ruhig? Also es gibt ein Thema mit einem Anruf, mit einer Abkürzung zum Namen und ja, dann wird das nicht besprochen. Das beschäftigt aber den einen Part der Beziehung und ich denke mir so, ich würde fragen oder ich habe schon gefragt und ich denke mir so, warum wird das nicht gemacht? Klar, will man hier irgendwie Probleme erschaffen, damit es natürlich auch eine Problemlösung irgendwie gibt, und aber es hätte durchaus 2, 3 andere Themen innerhalb der Geschichte gegeben, die zu Problemen hätte führen können, und das wäre es jetzt nicht für mich gewesen. Aber das ist halt oftmals so, das finde ich aber schade, weil dieses Muster gefällt mir persönlich nicht. Zum Flirty-Anteil möchte ich sagen, dass es eine kurze Szene mit dabei gibt, wo man wirklich in nicht zu sehr detaillierten Bildern im Grunde das Erlebnis dann sozusagen auch hat. Das fand ich auch absolut in Ordnung. Also das war wirklich so, wo ich dachte, ja, ich fühle mich noch unterhalten und es ist nicht so mit der Lupe auf diese Situation. Das fand ich richtig gut. Der Stil ist sowieso sehr locker, es ist sehr leicht, es gibt viele tolle Dialoge und auch Gedanken. Hat mir sehr gut gefallen. Mir hätte ein Unterschied, der deutlicher ist, zwischen Jack und Marley gefallen. Das bemängel ich sehr häufig bei Büchern, die eben 2 Perspektiven haben, weil ich bin einfach der festen Überzeugung, dass Männer und Frauen anders denken, sich anders artikulieren, beziehungsweise, also, und es klingt halt oftmals sehr ähnlich. Also würde man einfach nur lesen, würde man nicht unbedingt heraushören, wer ist man jetzt. Es gibt 2, 3 Autorinnen, die das gut machen. In dem Fall hätte ich mir das ein bisschen mehr gewünscht, dass es klarer wird, wer ich gerade bin. Zudem hat mich bei Marley ein bisschen gestört, dass wir nur sehr wenig Kontakt von ihr zu den Großeltern haben, wo ich mir denke, Mensch, wenn ich hier strande, würde ich mich doch bestimmt öfter melden. Und es spielt auch ihre Freundin, die ist in New York, eine große Rolle, zumindest zu Beginn. Und dann taucht sie gefühlt viele, viele Seiten überhaupt nicht mehr auf. Wo ich denke, natürlich möchte die Autorin die Handlung in Kanada haben und bei Marley haben. Aber so irgendwie immer mal einfließen zu lassen, ich schrieb eine SMS, ich schrieb eine WhatsApp, wir haben zusammen über Instagram irgendwas, das war alles immer mal Thema. Und das taucht irgendwie nicht mehr auf, wo ich denke, hat die jetzt einfach ihre Freundin komplett vergessen? Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen merkwürdig, wo ich dachte, nicht, dass ich die Freundin viel mehr kennenlernen möchte, denn sie spielt wahrscheinlich keine Rolle in den anderen Bänden mehr, aber in Marleys Leben hat sie doch eine Rolle gespielt. Ja, aber dennoch eine wunderbare Liebesgeschichte, die besonders durch das Wohlfühlige mich überzeugt hat. Ich fand es mit der Tierliebe toll, die Freundschaften toll, ich fand dieses Städtchen schön und ich freue mich auf jeden Fall, ja, im Grunde dann an den zweiten Band mit einzutauchen, die Stadt, das Städtchen St. Andrews dann eben nochmal zu sehen. Und ja, kann ich empfehlen, gefällt mir richtig gut. Da hat Carina Schnell eine schöne Geschichte geschrieben mit 1, 2 kleinen Kritikpunkten. Aber alles im Allem hat mir das gut gefallen, auch lesen gut gefallen. Aber ich glaube, bei Band 2 werde ich mal überlegen, ob ich mir nicht doch vielleicht das Hörbuch hole. Und das waren sie jetzt, die 3 Bücher der Woche. Ich würde euch jetzt einfach die Goose Creek Bestellung einblenden, was ich da einen Clip vorbereitet habe, beziehungsweise gedreht habe, als der Paketbote gerade geklingelt hat. Und danach sehen wir uns wieder. Da, während ich gerade den Clip für das Buch von Helen Harper aufgenommen habe, bleibe ich jetzt einfach mal hier sitzen. Es hat gerade der Postbote geklingelt und es kam ein Paket von Goose Creek. Denn es gab aktuell, wahrscheinlich jetzt 2 Wochen später, wenn ihr die Bücherwoche seht, nicht mehr. Ich dachte, ich packe das einfach mal mit rein. Von Goose Creek eine Aktion, dass 3 Docht, Tumbler und auch andere Gläser reduziert waren. Und jetzt haben die 3 Docht Gläser, ich glaube, anstelle 25 Euro, nur 15 Euro gekostet. Und ich hatte 2 Düfte von Goose Creek auf meiner Wunschliste. Über 2 andere bin ich gestolpert. Ich habe 3 Gläser bestellt und 1 der Düfte als Melt, weil ich doch ein bisschen unsicher war. Und ich dachte, ich zeige euch heute einfach mal in der Bücherwoche diese 4 neuen Düfte. Sagt mir gerne mal in den Kommentaren, wie ihr das findet, ob ihr Lust drauf habt, immer mal vielleicht so Duftneuzugänge zu sehen oder auch vielleicht mal, was ich irgendwie Besonderes gedüftelt habe, ob das irgendwie Platz in der Bücherwoche findet. Wir sprechen hier ja auch über Serie und Filmen. Schreibt mir das gerne mal. Also vielleicht werde ich im September auch einfach mal wieder ein Düfte
dreivierteligen Monat machen. Schreibt mir wirklich gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ja, der erste Duft, der auf meiner Wunschliste war, ist von Goose Creek, das muss ich glaube ich nicht mehr sagen, California Coast. Der ist aus dieser Men's Edition, wie einer meiner Lieblingsdüfte, der Barbershop. Und da muss ich ja echt sagen, bei Goose Creek, ich mag es, wie diese Duftabgabe ist, wie lange der hält. Ich habe den Barbershop, ich glaube jetzt gut ein Jahr und habe ihn mindestens einmal in der Woche an. Meistens auch wirklich von früh, ich sag mal 19 Uhr im Homeoffice bis abends 19, 20 Uhr, dann nehme ich ihn im Grunde mit in den Warmer, ins Wohnzimmer. Und ich zünde ja meine Kerzen nicht an, sondern habe ja wirklich diese Laternen, dass die eben über die LED-Lampe dann sich erwärmen. Und ich muss echt sagen, es ist, glaube ich, noch locker ein Drittel drin. Und er duftet wie am ersten Tag. Ich habe auch ein Backup und ich habe auch erst überlegt, bestellst du dir den Barbershop nochmal mit, aber ich habe noch ein volles Glas und wenn der mir jetzt noch ein halbes Jahr reicht und der andere auch nochmal eineinhalb Jahre. Ja, der ist ja mein Favorit von Goose Creek und dementsprechend hatte ich dann irgendwann mal den California Coast mit einem wunderschönen Label auch hier auf der Liste. Oh, und er ist toll. Er ist richtig toll. Er hat was Zitrisches. Er riecht aquatisch, also er hat auch dieses kühle Wasser, diese Brise am Strand, an der Küste. Ja, er hat diese Meeresbrise und er hat definitiv was Holziges. Ja, ist eine ganz, ganz tolle Mischung. Und ich glaube, Goose Creek ist ja Sojawachs, richtig. Das finde ich auch richtig, richtig gut. Ah, ich finde das toll. Also die sind auch alle innen weiß und haben eben drei Dochte. Ja, also das Zitrische, das Aquatische, das Holzige gefällt mir mega gut. Also ein richtig, richtig toller Duft. Also da war es gut, dass ich meiner Wunschliste gefolgt bin und mir den mitbestellt habe. Der nächste Duft ist auf der Liste gewandert, weil ich den Elf Crazy so toll finde und dieses sprudelige, spritzelige, lebendige toll fand. Und das ist der Cupid's Cocktail, auch vom Glas, richtig, richtig toll. Der gehört auch zu irgendeiner Edition. Ich glaube, weil die dann, ich habe noch ein Glas, das sieht ähnlich aus. Optisch richtig, richtig schön. Jetzt schauen wir mal. Oh ja. Ja, also der hat was vom Elf Crazy, zumindest diese Lebendigkeit. Ah, also ich finde, man hat hier Beeren, ich glaube, könnten Himbeeren sein, finde ich richtig, richtig toll. Ja, man riecht diesen Cocktail. Also es hat auch etwas Alkoholisches, ob das so ein Sekt ist, ein Prosecco. Er hat auch was Zuckriges. Ach, ich finde ihn toll. Er hat so was Fruchtiges. Ja, der ist toll. Das ist ein richtig schöner Sommerduft, der einfach wahrscheinlich lebendig durch den Raum springt. Anka hat bei Elf Crazy ja mal gesagt, das ist wie wenn wirklich der Elf durch die Wohnung hüpft und Lebendigkeit so reinbringt und Freude. Ja, und der ist definitiv ein Kandidat. Also kalt. Auf jeden Fall ein Träumchen. Mal gucken, ja, wie der warm sein wird. Auch optisch richtig schön. Also ja, gefällt mir richtig gut. Und auch das war sozusagen einer der Wunschlistendüfte. Und dann bin ich, glaube ich, über den Cupid's Cocktail, weil der zu der Edition, glaube ich, irgendwie mitgehört. Der ist jetzt so rosa-weiß mit Sternen. Bin ich auf All the Single Ladies gestoßen. Und da hat mich, glaube ich, die Komponente Blutorange so interessiert. Und ja, oh, der ist toll. Ja, also da habe ich echt ein bisschen rumüberlegt und dachte, ah, noch so ein zitrischer Duft und ich bin ja kein Jahreszeitendüftler, bei mir düfteln jetzt ja auch Winterdüfte, wenn sie nicht zu schwer sind, aber den finde ich toll. Den finde ich toll, da finde ich richtig gut, dass ich mich direkt fürs Glas entschieden habe. Also wir haben hier definitiv Blutorange, wir haben ein bisschen was Zuckriges, es ist auch der Sprudel mit drin, also diese Lebendigkeit. Ich weiß nicht, könnte auch hier wieder Prosecco oder Sektchen sein. Wobei er nicht ganz so viel den Alkoholanteil hat wie der Cocktail. Ja, er hat auch was Beeriges. Oh, und er hat das Zitrische. Ich mag das tatsächlich gern. Ich mag nicht alle Zitrusdüfte. Für mich riechen die ja oft auch wie Glowstein. Aber ja, er wirkt ein bisschen dezenter. Also Cupid's Cocktail war ein bisschen vordringlicher. Aber ich glaube, da war auch so das Motto, man ist irgendwie partymäßig unterwegs. Vielleicht auch der Junggesellenabschied. Na, das macht so vom Glas auch so dieses brautige, aber optisch richtig schön. Also den in der Lampe, ich finde, das ist echt ein Highlight. Also den kann man sich auch schön auf den Tisch vorstellen, der irgendwie schön dekoriert ist. Sieht ja jetzt tatsächlich auch perfekt aus. Also ich finde ihn richtig, richtig toll. Freue ich mich, dass ich mich da getraut habe, auch direkt das Glas zu nehmen. Der, wenn so wunderbar warm düftelt, wie jetzt kalt, dann habe ich da große Freuden dran. Und den vierten Duft, über den bin ich gestolpert, weil er so ein süßes Label hat. Button Up gehört auch, ich glaube, zu Men's Collection. Der ist mir, glaube ich, dann auch angezeigt worden, als ich mir den California Coast geholt habe. Der hat ein blaues Label und ich war mir da ein bisschen unsicher und habe mich tatsächlich fürs Melt entschieden. Ich glaube, irgendwas Moschusartiges war drin, ja, und man riecht ihn definitiv schon, ja. Ich glaube, der Moschus hat mich so ein bisschen abgeschreckt.
Wobei, es ist tatsächlich ganz okay. Also es ist dieses frischluftige, es hat ein bisschen was von Amber, es hat was Zitrisches, es hat Holz, vielleicht auch wieder Sandelholz. Ich würde sagen, es ist was Scharfes, Ingwer oder Pfeffer. Und dann kommt aber schon so dieser Moschus. Ja, der ist so hinten drin. Man muss mal gucken, wie der warm sein wird. Ich bin nicht der größte Moschus-Fan. Das ist so oft meins, was ich an den etwas herberen Düften nicht mag. Aber ja, also ich möchte ihn warm ausprobieren, weil ich einfach sage, vielleicht ist der Moschus dann eher hintergründig und es stört mich nicht so. Aber er ist schon wahrnehmbar. Ja, das war so ein bisschen meine Befürchtung tatsächlich. Deswegen auch nur das Melt, wo ich sage, man kann ihn einmal ausprobieren und am Ende kann man ihn ja auch tauschen. Es gibt ja auch immer das tolle Paket von Anker, wo Düfte getauscht werden. Ja, er riecht schon gut. Also was mir wirklich vordergründig gefällt, ist glaube ich schon dieses frische Luft, dieses Zitrische, dieses Holzige. Auch diese Schafe, dieser Pfeffer. Ich vermute, es ist Pfeffer. Und das Holzige, es ist schon gut, aber der Moschus, der kommt hinten so. Ja, ich probiere ihn warm aus, aber an dem Label konnte ich auch einfach nicht vorbeigehen. Ich habe ja auch von Goose Creek eine Label, die ja im Grunde so Tiere drauf haben und bisher hatte ich immer Glück. Ist halt für mich eher tatsächlich schon so ein Herbst-Winterduft. Den würde ich jetzt wahrscheinlich im Sommer gar nicht so anmachen, weil der schon so ein bisschen auch diese Schwere hat durch das Moschus. Aber ja, ich bin zufrieden. Mit meinen Gläsern hatte ich richtig, richtig Glück und ich muss echt sagen, 15 Euro für einen Dreidochter, der am Ende, wenn er so lange hält wie mein Barbershop, wirklich über ein Jahr hält und wunderbar duftet und immer wieder Duft abgibt. Also ich bin wirklich von diesen Sojawachsen von Goose Creek mehr als begeistert. Ich glaube, ich habe es anfangs nicht gesagt, ich bin natürlich leider nicht gesponsert, wäre natürlich toll. Gerade bei Goose Creek gibt es so viele tolle Düfte, die ich auf der Liste habe. Aber jetzt habe ich mir mal wieder zwei gegönnt, plus einen Überraschungsduft und ja, schreibt mir doch gerne, was auch euer Lieblingsduft vielleicht irgendwie ist. Vielleicht habt ihr auch einen von Goose Creek, würde ich mich freuen. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet, dass wir das auch einfach mal mit in die Bücherwoche packen. Und ja, das war's. Heute ist es eine ganz bunte Bücherwoche, denn es geht jetzt auch noch mit einem Serientipp von mir weiter. Denn ich habe The Sandman auf Netflix geschaut. Ja, wenn ihr mich ein bisschen besser kennt, wisst ihr, dass ich eher im DC-Universum zu Hause bin als bei Marvel. Ich damit vielen gar nichts irgendwie anfangen kann. Mir war auch irgendwo hintergründig bewusst, dass Neil Gaiman mal eine Graphic Novel geschrieben hat, beziehungsweise verschiedene Graphic Novels im DC-Universum, wo eben der Sandman eine Rolle spielt. Daraus ergab sich dann ja auch irgendwie die Serie Lucifer, die es ja schon seit vielen Staffeln irgendwie gibt, in die ich nie so richtig hineingefunden habe. Aber wer weiß, vielleicht gebe ich der Serie jetzt nochmal eine Chance. Die erste Staffel ist jetzt am Freitag vor der Woche, sozusagen, wenn ihr das seht, ja, gestartet. Das müsste ja theoretisch der 5. gewesen sein und hat enthält 10 Folgen. Man bekommt so das Gefühl vermittelt, es sollte weitergehen, weil gerade schon das Ende so ein bisschen ein Ende ist, wo man auf jeden Fall sagt, es könnte hier weiter erzählt werden. Man lernt eben The Sandman kennen, beziehungsweise möchte ich vielleicht noch sagen, dass es dazu auch ein Hörspiel gibt, was wirklich von ganz tollen Stimmen gesprochen wird, was ich aber damals, ich glaube, bei 40% abgebrochen habe, weil es mir viel zu verwirrend war. Und ich glaube, ich jetzt in der Serie verstanden habe, was mich da so gestört hat an dem Hörspiel. Also von daher habe ich da nur so bedingt einen Vergleich zwischen der Graphic Novel, dem Hörspiel und jetzt der Serie. Ja, wir lernen auf jeden Fall ja The Sandman kennen. Also egal, ob wir ihn Dream nennen, ob wir ihn Sandman nennen oder gar Morpheus. Er wird von einem Okkultisten für über 100 Jahre festgehalten. Dabei wollte dieser Okkultist eigentlich ganz jemand anderen fangen, nämlich einen der Geschwister von Dream. Und er kann aber dann entkommen. Und erfährt aber dann, was in diesen über 100 Jahren in seiner Traumwelt passiert ist, was auch die Menschenwelt passiert, was hier irgendwie hinter ihnen irgendwie ja auch intrigiert wurde. Denn die Heiligen, die Geschwister sozusagen, worunter wir unter anderem auch den Tod kennenlernen, also auch Death kennenlernen, Destiny, Lucifer selbst treffen wir auch in einer Folge und ja, erfährt da eben einfach so ein bisschen, was passiert ist. Er hat eben zu seinen Geschwistern so mehr oder weniger guten Draht und wir müssen jetzt in verschiedenen Episoden, und ich glaube, das muss man tatsächlich so sagen, das ist glaube ich eben das, was mich am Hörspiel so gestört hat, wir haben hier verschiedene Episoden, die meistens eine einzelne Geschichte erzählen. Manche Geschichten werden in anderen Episoden auch mal fortgeführt
Und dann so ab der Mitte kommt so ein Handlungsstrang, der wirklich sehr viel Raum einnimmt über die 4-5 Folgen in der zweiten Hälfte, wo dann eben der Wirbel eine Rolle spielt und dann die ganze Geschichte erzählt wird. Und ich glaube, und ich würde sagen, vom Stil erinnert es ein bisschen an die erste Staffel von The Witcher, wo ja viele auch verwirrt waren, weil es eben Episodenerzählungen waren, die eben auch noch drei verschiedene Perspektiven hatten und die eben chronologisch nicht immer einen Weg gegangen sind, beziehungsweise die Zeitstrahl einfach anders war. Und das hat ja viele in der Staffel 1 so ein bisschen irritiert. Ich glaube, dass das auch bei The Sandman ein Problem sein kann, weil man eben diese kleinen, kompakten Geschichten pro Folge hat, aber immer mal wieder etwas Großes auch sich aufbaut und dann am Ende dann doch so eine Geschichte in mehr als einer Folge erzählt wird. Hat das jetzt Sinn gemacht? Ich hoffe. Ich fand es aber großartig. Also ich muss wirklich sagen, mir hat die Serie wahnsinnig gut gefallen. Ich fand es optisch richtig toll. Ja, man erahnt, dass das alles von einer grünen Wand gedreht ist, gar keine Frage. Aber es ist so detailverliebt, es wirkt mit so viel Raum, es wirkt episch, es wirkt groß. Für eine Serie fand ich das richtig, richtig gut. Man bekommt ein wahnsinniges Gefühl für diese Welten, für diese Art, wie eben auch ja, die Welt von Neil Gaiman funktioniert. Ich fand das richtig, richtig toll gemacht. Ich mochte den Sound, ich mochte das Tempo von den meisten Folgen. Es gab schon so ein, zwei Folgen, wo ich dachte, wo führt das eigentlich hin? Aber ja, es ist eine erste Staffel, es muss sich ja auch irgendwie noch steigern. Mir hat es wirklich großen Spaß gemacht. Ich bin Dream super gerne gefolgt. Es gibt eine Folge mit Death, also mit dem Tod. Und das hat mich, also ich hatte, glaube ich, noch nie so viele Gänsehautmomente in einer Folge einer Serie wie in dieser. Ich fand das großartig gemacht, wie uns eben der Tod erzählt, wie der Weg ist. Wir treffen auf Lucifer, einen Charakter, den man ja auf jeden Fall kennt, der uns aber nochmal ganz anders präsentiert wird. Richtig, richtig großartig. Und ich möchte wirklich sagen, die Schauspieler sind toll. Der Cast ist der Hammer. Allen voran Tom Sturridge, ich hoffe, man spricht ihn so aus, der eben Dream spielt, mit der Stimme von Nicolas Artajo, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, großartig. Also ich habe mich da sofort auch in diesen Charakter verliebt. Ich dachte wirklich, Wahnsinn, was für ein besonderes Gesicht, was für eine Mimik, was da läuft, auch diese, also wirklich ganz, 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 ganz toll, finde ich richtig gut. Es sind eben auch andere bekannte Schauspieler dabei aus dem Game of Thrones Universum, aus dem Harry Potter Universum, aus auch anderen Filmen und Serien, und das ist natürlich immer schön, wenn man irgendwie so ein bekanntes Gesicht entdeckt. Ein bisschen irritierend fand ich, dass zwei Charaktere sehr bekannte Synchronstimmen haben, die gefühlt eben auch so eine, also die Stimme wirklich fest zu diesem Charakter Schauspieler verankert ist, unter anderem zum Beispiel die Stimme von Leo DiCaprio. Und ich immer die ganze Zeit dachte, das passt nicht in meinem Kopf. Und ja, jetzt könnte man sagen, Steffi, dann guck dir doch die Serie in Originalsprache an. Ja, darüber ließe sich diskutieren. Also ich habe die 10 Folgen wirklich in der Woche angeguckt. Ich habe das sehr genossen. Ich fand das richtig, richtig toll. Ich mochte, wie sich die Dinge so gelöst haben, wie uns kleine Geschichten, aber auch große Geschichten erzählt wurden. Und auch mit den ein, zwei Längen und vielleicht dem einen oder anderen übertriebenen Darstellen. Mir hat das gut gefallen. Ich fand die Atmosphäre toll. Ich fand es episch. Und es war halt so keine Erwartung und wirklich übertrumpft. Und mir hat sie super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir bekommen von Netflix eine zweite Staffel. Da dürfen sie sich auch gerne 2 Jahre Zeit lassen. Aber ich würde mich da wirklich sehr, sehr drüber freuen, wenn uns die Geschichte von Sandman von Dream weitererzählt wird. Und das Ende lässt es eben durchaus zu, dass man eben sagt, okay, man könnte hier auch noch weiter erzählen. Ich hätte, glaube ich, tatsächlich Lust, auch die Comics vielleicht oder die Graphic Novels zu lesen. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wenn ihr sie kennt, ob ihr sie empfehlen könnt. Und ich überlege eben, ob ich jetzt nicht noch zu dem Hörspiel mal greife, weil ich jetzt natürlich trotzdem mehr Bilder vor Augen habe und mir vielleicht dieses Durcheinander besser vorstellen kann. Aber ja, schreibt mir gerne, wenn ihr die Serie geguckt habt, wie sie euch gefallen hat, ob ihr die Graphic Novels kennt. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn wir uns ein bisschen austauschen. Und ja, das war es jetzt auch die Bücherwoche. Ich glaube, sie ist lang genug geworden. Ich bin jetzt noch nicht sicher, was nächste Woche kommt. Ich vermute mal eine Bücherwoche. Aber es gibt ja auch noch einen Hörgenuss eventuell dazwischen, wenn ich jetzt irgendwie noch was höre, was mir gefällt. Aktuell habe ich noch nicht so richtig einen Hörgenuss, wo ich wirklich denke, das ist es. Aber
aktuell höre ich ein Hörbuch und es wird noch eins so reingeschoben, was ein relativ kurzes ist. Und vielleicht ist ja da dann irgendwie ein Highlight dabei. Also seid gespannt. Und mich interessiert natürlich, was euch so ein bisschen im August begleitet hat an Büchern oder auch an Serie. Berichtet da sehr, sehr gerne, wenn ihr wollt, in den Kommentaren. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.